Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, in dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach keine Cops mehr bekommen könnt mit einem einfachen Trick. Für diesen Trick braucht ihr einfach nur eine Agentur und Zugriff zu den Attentatsmissionen. Und wenn ihr das habt, dann können wir auch schon direkt losstarten. Fordert euch einfach irgendeine Attentatsmission an übers Handy. Welche Attentatsmission das ist, ist auch völlig egal. Und begebt euch dann einfach zum Telefon hin. So, wir begeben uns zum Telefon hin. Und zwar müsst ihr jetzt einfach nur die Attentatsmission starten und dann einfach ins Interaktionsmenü gehen und Selbstmord begehen. Das müsst ihr aber ziemlich schnell machen. Das müsst ihr wirklich schnell machen. Das ist einfach nur ein kleiner Timing-Part. Je weiter ihr zurückgeht, weiter zurückgeht vom Telefon, umso länger Zeit habt ihr hinterher, das Interaktionsmenü zu öffnen. Ich gehe einfach mal zum Telefon hin. Wie gesagt, so ein bisschen Abstand nehmen. Nehmt so weit Abstand wie möglich. So, dann einfach Steuerkreuz rechts drücken, Interaktionsmenü öffnen, Selbstmord begehen. Dann werdet ihr, wie gesagt, Selbstmord begehen. Und wenn ihr jetzt wieder spawnt, dann sollte auch an der Wand das Telefon verschwunden sein. Und ja, ist das der Fall so, dass das Telefon verschwunden ist, dann seid ihr auch schon fertig. Die Mission, die läuft jetzt im Hintergrund, aber die Zeit, die läuft nicht ab. Und jetzt bekommt ihr auf jeden Fall schon keine Cops mehr und das war's schon. Könnt ihr mal hinten mal zu der Straße hinlaufen, um euch das mal noch zu zeigen. Und ihr seht, ich bekomme keine Cops mehr. Ja, leider ist der Glitch nicht lobbyübergreifend. Aber für alle Trial unter euch ist es auf jeden Fall echt ein nicer Trick. Und ja, wie gesagt, der geht auch wirklich schnell. Könnt ihr innerhalb von Sekunden, könnt ihr euch verglitschen. Und ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.